im Kopf. Einfach deswegen, weil Industrie 4.0 ein Thema ist, bei dem die Ansichten wirklich gespalten sind. Die einen halten es für den totalen Hype und die anderen sind wirklich davon überzeugt, dass der Einfluss enorm sein wird. So, dazwischen bewegt sich's. Und derjenige, der sich am meisten bewegen muss, ist eben die deutsche Industrie und da bevorzugt der deutsche Mittelstand. Und das fängt wirklich im Kopf an, denn mit Industrie 4.0 muss man IT in seine Werkshalle lassen. Ja? Das ist ein rotes Tuch für Werkleiter und für Produzierende. Und das zu ändern, diesen Paradigmenwechsel herbeizuführen, das wird ein wirklicher, echter Prozess, der im Kopf anfangen muss. Die erste Stoßrichtung ist die horizontale und vertikale Integration, das, was man normalerweise unter dem Begriff Industrie 4.0 sieht. Die zweite Stoßrichtung, und die ist jetzt auch aus dem Wettbewerb heraus für mich neu dazugekommen, sind kleine, smarte, clevere Lösungen, die das ganze Thema von unten im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dann mehr und mehr auffüllen. Dann das dritte Thema ist Robotik, Mitarbeiterunterstützung, Entlastung des Mitarbeiters. Vierte Stoßrichtung, das Thema Big Data, das heißt also aus Daten Wissen machen. Und last not least, das fünfte Thema, das neue Geschäftsmodelle, die man auf Grundlage von Industrie 4.0 Applikationen aufbauen kann. Die Idee von ThyssenKrupp ist es, Industrie 4.0 voll zu nutzen. Und ein Aspekt von Industrie 4.0 ist die Vernetzung. Und das gilt natürlich nicht nur innerhalb der Firma, sondern auch zwischen unseren Partnern und ThyssenKrupp. Und die Idee ist da, dass wir sagen, wie können wir einen Gesamtprozess optimieren? Und das heißt natürlich auch eine Diskussion mit den Partnern führen, wie wir deren Arbeiten enger mit unseren Arbeiten verknüpfen können. Die Diskussion in Deutschland hat sich sehr stark auf die Themen Sicherheit und auf die 150% Lösung fokussiert. Also typisch deutsch, Overengineering, als erstes mal die Gesamtlösung definieren und dann erst irgendwann in die Realisierung gehen. In anderen Nationen sieht das anders aus. USA beispielsweise ist die Diskussion später gestartet, dafür aber heute deutlich praxisrelevanter. Und genau das war der Grund, warum wir den Industrie 4.0 Award ins Leben gerufen haben, um zu zeigen, dass man damit Nutzen generieren kann, dass ich nicht auf die 150% Lösung warten muss und dass ich auch mit einer teilweise noch ungeklärten Sicherheitsfrage dennoch schon an einzelnen Stellen echten Nutzen generieren kann. Wir bei Bosch Rexroth gehen schrittweise vor. Wir generieren Ideen, setzen Ideen um, messen die Effekte und setzen darauf wieder auf. Wir sind sogar der Überzeugung, dass Komplexität speziell für die Mitarbeiter abnehmen kann. Speziell in der variantenreichen Kleinserienfertigung, wie bei uns zum Beispiel von Hydraulikventilen, sind wir damit konfrontiert, viele Umrüst- und Umbauvorgänge von den Mitarbeitern manuell durchführen zu lassen. Mit vernetzten intelligenten Systemen sind wir in der Lage, die Umrüstvorgänge automatisch stattfinden zu lassen oder optimal die Mitarbeiter zu unterstützen. Mit sehr usergerechten Bildschirmen, die vor Ort anzeigen, welche Schritte zu tätigen sind und dabei auch noch die Reihenfolge vorgeben. Unsere 4.0-Lösung kennzeichnet ganz klar eins, dass unser Anwender am Ende des Schichtdudelsystems die Komplexität gar nicht spürt. Im Hintergrund haben wir die Regel-Engine, die alles berechnet und alles für den Planer erledigt, aber der Anwender spürt davon rein gar nichts. Der Vorteil heute zu gestern war im Endeffekt,
Wir hatten ein weißes Papier an der Wand und der Mitarbeiter hat sich eingetragen. Dreischicht Betrieb. Es konnte nicht jeder Mitarbeiter erreicht werden, weil nicht jeder Mitarbeiter bei uns eine E-Mail-Adresse hat auf der Shopfloor-Ebene. Somit immer Kommunikation über Single Point of Contacts und dann verteilt in der Gruppe. Kann man sich schon vorstellen, wer dann immer ganz oben stand in der Liste, immer der, der die Information relativ frühzeitig hatte und hat. Jetzt geändert. Heute kommuniziere ich an alle gleichzeitig. Ich erreiche nicht alle über Smartphone. Den Rest, den ich nicht über Smartphone erreiche, erreiche ich aber über eine E-Mail-Adresse, sogar jetzt heute die private. Wir haben uns da geöffnet. Und oder über die Stempelkarte. Das heißt, ein Terminal in der Fertigung hat dieselbe Funktionalität wie in der E-Mail oder in der App. Auf der vertikalen Ebene sehen wir, dass Kunden immer mehr über ihre eigenen Wertschöpfungsketten mit ihren Kunden hinweg neue Systeme aufbauen, die in Richtung Industrie 4.0 gehen. Ich möchte Ihnen ein Kundenbeispiel nennen. Wir haben einen Kunden, der für seine Kunden eine vorausschauende Wartung plant. Zum Beispiel, der Kunde möchte monitoren, wann eine Maschine ausfallen wird. Und das läuft natürlich über Sensordaten. Die Daten werden aufgefangen und laufen bei uns im SAP-Rechenzentrum auf eine zentrale Verarbeitungsstruktur. Dort werden die Daten weiterverarbeitet. Ich kann sehen, wie die Maschine sich entsprechend entwickeln wird und wir leiten diese Informationen an das Maschinenleitzentrum unseres Kunden direkt weiter, sodass wir eigentlich zwischengeschaltet sind zwischen Kunde und Endkunde. Und diese Integration auf dieser Ebene zeigt einfach, wie sich die Zusammenarbeit zwischen der Softwareindustrie und der Fertigungsindustrie hier auch deutlich in Services oder in verschiedenartigen Services ausbauen wird. Man findet Protagonisten für dieses Thema Industrie 4.0 sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ganz klar ist, dass es viele Großunternehmen gibt, die dieses Thema wirklich vorantreiben, auch in eigenem Sinne, weil natürlich Umsätze, Gewinne dahinterstehen, die man möglichst schnell erreichen will. Auf der anderen Seite darf man aber auch den Mittelstand überhaupt nicht aus den Augen verlieren, weil es dort unheimlich viele innovative Firmen gibt in der Breite des Mittelstandes, die wiederum das ihre dazu tun, dass dieser Industrie 4.0 Zug auch wirklich zum Fahren kommt. ThyssenKrupp hat die Idee, mit den besten Universitäten zusammenzuarbeiten. Wir sind gerade dabei, eine Partnerschaft mit Georgia Tech aufzubauen. Dort haben wir ein Labor installiert, wo eigene Mitarbeiter sitzen, die natürlich in Projekten mit Studenten dann neue Ideen für ThyssenKrupp generieren. Als Fazit kann man festhalten, dass der klassische Maschinenbau sich öffnen muss. Er muss die offenen Standards vorantreiben und damit einen Mehrwert auch für den Kunden gewährleisten. Dann wird er als Maschinenbauer auch weiterhin gefragt sein.